Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tagesenergie am 7. Dezember 2018. Energie. Es besteht alles aus Energie. Und wir Menschen haben auch ein Energiefeld. Und dieses Energiefeld umhüllt uns wie ein Ei. Und es kommt von unserem Inneren. Und es besteht aus Denken und Fühlen. Und so wie unserem Gedanken, unseren Stimmungen sich ändert, so ändert sich unserem Energiefeld. Warum ist das so wichtig? Weil das ist unsere Anziehungskraft. Und es gibt ein Gesetz, eine von den hermetischen Gesetzen. Und dieses Gesetz besagt, Gleiche zieht Gleiche an. Und das ist das Erste, was wir in Ordnung bringen sollen. Weil das löst was aus, das beeinflusst unser Leben. Also immer positiv denken und angstfrei leben. Andere Menschen haben auch Energiefeld, aber hier gilt das Gleiche, zieht Gleiche an. Die Räumlichkeiten haben Energiefeld, die Orten haben auch Energiefeld und dann kommt die kosmische Energie dazu. Und das ist unterteilt auf die vier Grundelemente. Die Feuerelement symbolisiert Aktivität und Begeisterung. Feuer und Flamme zu sein von etwas, zeigt auch sehr viel Leidenschaft, Mut und Kraft. Die Erde-Element steht in Verbindung zu unserem Planet Erde und da bewegen wir uns, da haben wir die feste Boden unter unseren Füßen, steht auch für Materie, aber auch für Natur, gibt uns Sicherheit und Stabilität, entspricht die Realität. Dann kommt die Luftelement. Natürlich brauchen wir das zum Atmen und von vieles verabschieden, endlich aufatmen. Weil wir können das auch im Griff bekommen, wenn wir verabschieden von alles, was uns bedrückt. Und so bleiben wir in unserem Atem. Und dann die geheimnisvolle Wasserelement herrscht über unserem Unbewussten. Unseren Gefühlen. Und die fünfte Element ist die Äther oder Prana. Das steht in Verbindung zum Göttlichen. Und die Verteilung von den Elementen ist nicht immer ausgewogen. Und das ist diese Tagesenergie, das möchte ich täglich vermitteln. Worauf sollen wir achten? Was fehlt? Was sollen wir ausgleichen, damit wir in Harmonie bleiben im Einklang mit der Natur. Sonne befindet sich nach indischer Astrologie im Tierkreiszeichen Skorpion. Und die Tierkreiszeichen Skorpion gehört zum Wasserelement. Ich setze die Sonne zum Wasserelement. Warum bevorzuge ich die indische Astrologie? Weil die indische Astrologie berücksichtigt, dass unsere Sonne auch eine gewisse Bewegung hat und dadurch verschiebt sich der Frühlingspunkt. Vor einigen tausenden Jahren war das noch in Tierkreiszeichen Stier, später war in Tierkreiszeichen Widder, jetzt befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen. Und das ist der Unterschied. Und das wird berücksichtigt, und diese Bewegung heißt Präzession. Also es ist eine andere Berechnung, aber es ist eine präzise Berechnung. Und nicht wundern, wenn ich was erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden, dass es anderes ist als in westlichen Astrologie. Aber ich habe jetzt vor, das auch verkünden, die westlichen Astrologie, weil das ist uns vertraut. Ihr habt dieses Vertrauen an die westliche Astrologie und das ist auch Gewohnheit und vielleicht findet euch da dieser Einklang, weil das, was euch eher anspricht,
aber präziser ist die indische Astrologie. Mond befindet sich auch in Tierkreiszeichen Skorpion. Heute ist Neumond. Und das heißt, Sonne und Mond treffen sie sich. Und Mond ist für uns unsichtbar. Warum? Weil der Mond hat kein eigenes Licht. Mond empfängt das Licht von der Sonne und reflektiert uns weiter. Und wenn die beiden sich treffen wie heute, dann kann die Sonne den Mond nicht bestrahlen. Weil es keine Entfernung da. Und für uns ist Mond unsichtbar. Und in solchen Momenten ist wichtig, die Licht in unserem Inneren suchen und auch finden. Wir brauchen den Rückzug oder eine meditative Haltung. Etwas verinnerlichen, was wollen wir erreichen. Oder hilft bei Entscheidungen, damit wir Klarheit bekommen. Mars befindet sich im Tierkreiszeichen Wassermann. Und die Tierkreiszeichen Wassermann gehört zum Luftelement. Ich setze Mars zum Luftelement. Merkur ist auch im Tierkreiszeichen Skorpion. Ich setze Merkur zum Wasserelement. Jupiter ist auch in Skorpion. Ich setze Jupiter auch zum Wasserelement. Das ist Zeus, der Himmelsgott. Auch Venus, die Liebesplanet Aphrodite, ist im Tierkreiszeichen Waage und das gehört zum Luftelement. Ich setze Venus zum Luftelement. Saturn erdet. Saturn ist die Mitte, hält die Energie zusammen, belehrt uns auch. Saturn setze ich in die Mitte. Und damit ändert sich die persönlichen Planeten. Und diese persönlichen Planeten plus Sonne und Mond beeinflusst unseren Alltag. Es ist leicht zum Erkennen, dass die Wasserelement betont ist. Das heißt, die Gefühle, das Unbewusste meldet sich, das spüren wir auch. In der Liebepartnerschaft brauchen wir Leichtigkeit und auch Freiraum. Luftelement braucht Raum, braucht Luft zum Atmen. Atem, und das ist die Freiheit, die Freiraum, unbedingt. Sonst fühlt man sich beengt, begrenzt. Es fehlt etwas als Ausgleich. Und das ist die Feuerelement, das heißt, etwas tun, was uns begeistert und aktiv zu sein. Sport, Bewegung, Musik, Tanz, Reisen, wie auch immer. Etwas, wo wir diese Begeisterung verspüren. Und dann die Realität auch mal anschauen oder um die Beruf, Finanzen kümmern, weil wir brauchen die Sicherheit und Stabilität. Die äußeren Planeten sind Uranus, Neptun und Pluto. Uranus bewegt sich in Tierkreiszeichen Widder, sorgt für Veränderungen, gerade rückläufig, es sind auch karmische Themen, steht auch in Verbindung mit beiden karmischen Knoten. Die eine ist die absteigende Mondknoten oder Ketu, der Drachenschwanz, zeigt die Vergangenheit. Die andere ist die aufsteigende Mondknoten, Rahu, der Drachenkopf, zeigt die Suche nach neuen Möglichkeiten, einen Platz im Leben oder eine Aufgabe. In die Richtung bewegen sich gerade die Krebsgeborenen und die Vergangenheit trifft gerade die Steinbockgeborenen und Umbrüche, Veränderungen, karmischen Themen haben auch die Widdergeborenen. Neptun befindet sich im Tierkreiszeichen Wassermann, ich setze zum Luftelement, und Pluto befindet sich im Schütze, setze ich zum Feuerelement. Also Uranus, Pluto stärkt die Feuerelement. Auch Saturn ist auch im Schütze. Was gerade fehlt, das ist die Erdeelement. Also raus in die Natur, das zu bewundern, unseren Planet Erde kümmern, um die Finanzen in Ordnung zu bringen, das gleicht die Energie aus. Und das war meine heutige Tagesenergie.
Aber ich habe noch eine Botschaft für euch und das kommt sehr gut an. Ich freue mich auch, das macht mir so viel Spaß und das ist Handlesen. Das sind auch die Planeten und die 12 Tierkreiszeichen in unserem Hand geschrieben. Und das biete ich an als WhatsApp-Beratung an für 10 Euro. Dazu benötige ich 2 Bilder, einmal von linker Hand, einmal von rechter Hand. Bitte den Geburtstag dazu schreiben. Und falls ihr Linkshändler seid, unbedingt dazu schreiben, weil da muss ich ganz anderes das deuten. Ihr könnt es auch als Blitzberatung buchen, als E-Mail-Beratung. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Da beträgt mein Honorar auch 10 Euro. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei diesem kurzen Infovideo. Ich habe eine Aufnahme gemacht über die wahren Geheimnisse, die Rauhnächte. Und es steht nicht in Büchern geschrieben, es handelt sich wirklich um Geheimnisse. Diese Video werde ich nicht veröffentlichen, es ist nur für diejenigen zugänglich, die wahre Interesse haben, diese Geheimnisse zu erfahren. Und wenn das so ist, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link zu diesem Video. Diese Video ist kostenlos und fühlt euch bitte zum Nichts verpflichtet. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Das hat mit Beratungen in dem Sinne nichts zu tun. Diese geheimnisvolle Video ist gratis. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo, ein ganz tolles Angebot für Weihnachten. Weihnachten nähert sich und ich dachte, ihr sollt euch selbst auch mal beschenken. Und dazu ist dieses Weihnachtsangebot. Ich bitte euch, schreibt mir ein E-Mail. Beschreibt eure Lebenssituation, auch was wollt ihr verändern. Verbessern, ob das beruflich ist oder finanziell oder betrifft das die Liebe, Partnerschaft, all das, was euch gerade beschäftigt, auch eure Wünsche und Sehnsüchte, aber auch euren Zweifel und Ängste. Dann schreibt bitte dazu euren Geburtsdatum mit Uhrzeit, wenn das möglich ist, weil das brauchen wir für die Ritual. Dann werde ich etwas zusammenstellen für euch persönlich und das ist maßgeschnitten, passt auf eure Persönlichkeit, passt auf eure Lebenssituation und hilft und unterstützt euch energetisch. Dieser Ritualset besteht aus einer Ritualkerze. Dann kommt dazu ein Ritualöl, wunderbarer Duft und noch die Düfte, die Räucherstäbe und einen passenden Halbedelstein. Die Besonderheit an diesem Angebot ist, dass ihr bekommt noch 2 Steine dazu, 2 Steine aus dem Meer, was ich selber sammle. Eine von diesen beiden Sternen soll euch innerlich stärken. Das ist ein Geschenk von mir aus Dankbarkeit. Und die zweite Stein wird mit Energie aufgeladen, die weiblichen Energie des Meeres. Und meine persönliche Energie ist auch weiblich. Und dann kommt die Sonnenkraft dazu und die schamanischen Trommel. Das ist die männliche Energie und bildet sich eine Einheit. Und ich male noch dazu
ein Runensymbol auf diesem Stein, passend auf eure Situation, passend auf eure Persönlichkeit. Und diesem Runenstein dient als Amulett. Das schützt euch, hilft, dass alles in Bewegung kommt und bringt euch Glück. Diesem besonderen Runenstein als Amulett könnt ihr selbstverständlich auch separat bestellen. Der Preis beträgt 10 Euro. Wenn Interesse besteht, dieses Weihnachtsangebot zu nutzen, für euch persönlich oder wollt ihr jemand beschenken, dann schreibt mir bitte ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.